Yo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Wir zocken jetzt die Fiora auf der Top Lane. Ja, Fiora ist leider nicht mein Champ. Den habe ich mir leider noch nicht gekauft, beziehungsweise hab den auf den Account leider noch nicht. What? Warum hat die Q jetzt nicht hingehauen? Aber ich habe Fiora mal eine Zeit lang relativ gut gespielt. Wow. Ja, Trundle ist zwar nicht so wirklich mein Favorite Champ, gegen den ich gerne spielen würde, aber scheißegal. Man kann es sich halt nicht aussuchen. Wir versuchen trotzdem das Beste daraus zu machen. Ich komme gleich mal ein bisschen am Farm ran hier. Oh wow. Fuck. Da habe ich zu lange gezögert. Ich hätte sofort hinterhergehen müssen. Aber egal, ich mag das viel lieber auf der Top-Lane zu spielen, wenn der Gegner zu mir hingepusht hat. Und dann die Lane so ein bisschen zu freezen. Habe ich viel lieber, als wenn ich zu weit draußen stehe. Ja, stirb. Geil. Korrekt. Jetzt weiß ich nur wieder nicht, ob ich die Q zuerst geskillt habe oder die W. Ach, die E. Ich glaube, die E war's. Wobei, Angriffsschadensbonus, Abklingzeit. Ja, die Abklingzeit, die verringert sich ja eh wieder gegen 0. Ich skill jetzt einfach mal die E. Leute, ihr könnt mir da mal bitte in die Kommentare schreiben, was man zuerst gilt. Shit. Aber ich weiß nicht, warum meine Q nicht prockt. Ich bin doch voll und wieder auf den drauf gesprungen. Genau auf die Schwachstelle. Warum prockt die nicht? Ach, meine Q. Ja, meine Q. Warum prockt die mit der... Haben die das geändert? Dass die... Na, warte, dieser Angriff priorisiert. Ja, der priorisiert sogar. Die Schwachstellen. Warum das jetzt nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Und das war schon das zweite Mal jetzt. Versuchen jetzt mal die Midlane zu ganken. Vielleicht kann es ja ganz gut funktionieren. Oh, jetzt ist er aber dick der Typ. Autsch. Autsch. Gut. Alles easy. Wenn dann der alte chillen will, ist kein Problem. Das ging gut. Wir werden zuerst hier Titanic-mäßig rushen. Oder Hydra, Titanic. Ich glaube, Titanic hatte ich immer gebaut gehabt. Wobei, ich könnte jetzt auch nochmal versuchen, das Deck oder das Bild zu bauen, was ich sonst bei, bei Olaf zum Beispiel immer hatte. Dass wir full auf Life Leech gehen. Und dann vielleicht, je nachdem, vielleicht ein bisschen Rüstung. Ja, müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ich werde geblockt hier, Alter. Übelste Sorte. Kastix, ich wollte dir eigentlich helfen, aber ich wurde übelste Sorte geblockt. Heftig. Aber richtig brutal. In einem Augenblick. Ja, wir freezen jetzt die Lane so ein bisschen.
damit der Dude schön hier hinkommen muss, wenn er was will. Das ging eigentlich bei Fiora immer ganz gut aus. Auf bei mir. Ich bin unerreicht. Ja. Nee, nee. Jetzt verkacke ich hier wieder mit die Last jetzt. Ich bin zu langsam hier. I'm so slow. Too slow. Too slow. Ja, ich will auf jeden Fall relativ lange safe spielen, damit ich erst Items hab, weil ich bin halt nicht so der sichere Fiora-Spieler. Ich spiele immer erst safe und dann irgendwann kriege ich mit von wegen, boah, Alter, ich hab voll die Power und so, und dann hau ich sie alle weg. Nur halt, ich weiß nicht mehr genau, was ich zuerst skillen muss. Ob die E oder die Q. Das weiß ich absolut nicht mehr. Kein Zögern. So. Soll das eine Herausforderung sein? Ein Lasted. Lauf ich zu beißen. Fällt dir ein. Bereitet euch vor zu sterben. Oh, K6. Was geht? So nicht, mein Freund. So nicht. Soll das eine Herausforderung sein? Okay, jetzt hat es funktioniert. Oh, der ist aber immer noch da. Oha. Ah, fuck, aber der stirbt. Jawohl. Der ist auch tot, wenigstens so. Getradet. Wenigstens noch gut davon gekommen. Ja, gehe ich jetzt auf Leben? Nee, ich habe eine etwas andere Idee. Wir gehen, wie gesagt, voll auf links, aber wir holen uns... ich würde jetzt eigentlich eher gerne Schuhe noch haben. Ah, egal, scheiß drauf. Kaufen wir uns Schuhe gleich. Kaufen uns nochmal ein paar Pots dabei. Aber da müssen wir jetzt mal ein bisschen umstellen. So. Ja, da kann ich nicht hintippen. Toplane pusht. Ich könnte jetzt eigentlich mal woanders hingehen. Ja gut, wobei man sollte jetzt den Trundle nicht zu lange alleine lassen. Denn dann farmt er sich einen Toten und macht mich dann tot. Der hat eh schon mehr Farm wie ich. Oh je. Du miese Stück, du. Zack, da haben wir. Easy. What? Ach, die will einen Lane Swap oder was? Lol, die hat das jetzt dann einfach mal so dann akzeptiert, okay. Alles klar. Naja gut, dann spielen wir jetzt in der Midlane. Wie sieht der Gnar denn aus? Der hat ja 3 Kills. Ich meine, ich habe jetzt auch 3 Kills, aber Gnar ist schon wieder so ein etwas ätzenderer Champ. Mein gut, Trundle ist auch ziemlich ätzend, aber Trundle scheinte oder schien eigentlich ganz bad zu sein. Ja, Fiora mit habe ich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so funktioniert. Mit meiner Strategie, die ich so jetzt verfolge die ganze Zeit immer. Oder verfolgt habe früher.
mit dem Friesen. Und dann ist Gnar auch noch ziemlich eklig. Ziemlich ekliger Champ. Okay, die Ult ist raus. Die E ist auch wieder raus. Was macht der denn, Alter? Der spammt ja einfach nur alle Fähigkeiten. Boah, der macht aber auch Schaden, der Typ. Alter. Der macht übel Schaden, der Kerl. Jetzt weiß ich, warum die Katharina keinen Bock hatte, gegen den zu spielen. Autsch. Autsch. Ja. Ah, gegen den, wie soll ich denn gegen den spielen jetzt hier? Wird doch gar nichts. Krassix kommt da rumgelaufen. Bis dahin sollte ich eigentlich weg sein. Ja. Schuhe wollte ich haben. Schuhe kaufen uns die Berserker-Schuhe. Ah, jetzt ist der Tower weg. Pass auf, und jetzt gleich flammt die Kata rum, von wegen, ja, hier dies, das, Ananas, von wegen, warum feedest du und hast du nicht gesehen? Oder warum ist die Midlane offen und so? Ja, ich glaube, hier irgendwo ist der Karstix noch. Der gegnerische. Ja, gegen den Gnar kann ich jetzt nichts machen, ey. Was soll ich denn da tun jetzt? Soll ich jetzt gegen den machen? Und jetzt bin ich total vom Farm her noch behind wie vorher. Noch mehr. Weil er kann mich ja total auf Range halten. Ich meine, ich denke mal, das ist auch der Untergang für Kata gewesen. Weil wenn eine Katharina nicht farmen kann, ist halt Arschkarte. Und selbst sie hat jetzt gerade oder jetzt noch genauso viel AP, genauso viel Farm wie ich. Schade, Schokolade. Also wenn er dann mal in der Mini-Gnar-Form ist, dann könnte ich ihn eventuell kriegen, aber... Ist er Bait? Nein. Also, es wird nicht lange dauern, dann könnte ich den All-In. Aber... Bisschen... Unsicher ist das. Fickt er mich, jetzt hat er mich. Boah, übel. Übel, übel. Ist das für mich, Mina? Ah. Kleinen Snack zwischendurch gekriegt. Ja, da ist ein Kassix. Oh shit. Oh, fast!
ein Stun und die... Oh, wow. Ein Stun und die... Oh, wow. Ich hätte auch abhauen sollen, ey. Nicht mit die Scheiß... nicht mehr die W machen sollen, einfach nur weg. Oh, wow. Ja, und so stand ich dann von 3-1, nur weil die Cutter dann auf einmal einen Lane-Swap wollte. Von 3-1 um 3-3. Der zweite Tower ist auch weg. Ich kann ihn in... genau nichts machen, Alter. Das wird nichts. Freunde, dann kommt ihr jetzt auch noch nebenbei hier hin und farmt mir meine Lane weg. Jetzt ist der Tower oben auch noch im Arsch. Auf der Top Lane. Oh, der musste flashen. Bis jetzt hat sie meinen Tower auch noch kaputt gekriegt. Gibt's doch gar nicht. Weißt du, anstatt die dann auf Top Lane bleibt und dann da sich den Schwengel aus dem Leib farmt, nein, sie ist dann nur noch am Roam. Weil sie unbedingt irgendwo Kills abgreifen will. Wir holen uns jetzt den Blutdürster. Als nächstes, ja, mein TP konnte ich auch noch nicht einmal wirklich verwenden. Guckt euch das an. Ha! Alter. Wie lange der einfach divet, ne? Und wie schnell der seine scheiß Stacks da hinkriegt, ne? Krasse Scheiße, ey. Also Gnar war damals nicht so OP. Keine Ahnung, was ich da jetzt die ganze Zeit. Also, ich meine einzige Chance wäre halt in der Mini-Gnar-Form direkt auf den Los zu springen mit der Ult und versuchen, die alle Stacks voll zu kriegen. Das wäre, sag ich mal, die einzige Möglichkeit. Aber selbst das wird nichts, weil in der Mini-Gnar-Form ist er halt einfach zu schnell. Ich bin unerreicht. Minion Block. Kein Zöger. Hä? Schaff
Naja, die Botlane wurde jetzt gut rasiert, aber wir sind mit allem Mann hier. Soll das eine Herausforderung sein? Das ist ein kleiner mieser Penis. Der ist aber auch ganz schön geierig, ne? Er ist ganz schöner Drecksack. Der Gnar. Oh, come on, der eine. Oh, lol, und ich bin doch geflasht. Och, da war doch nur noch ein so ein Scheiß-Hit. Ach, ärgerlich, ey. Ein Hit hat gefehlt und der wäre gestorben. Ich glaube, wenn ich gegen den Trundle weiter gespielt hätte, hätte ich abräumen können, aber. Jetzt hat die Karte auch noch gefailt. In einem Augenblick. Oh Mann, ey. Der hat 200 Farm, alter Vater, ey. Ein Gegner wurde getötet. Scharfe Klinge, scharfer Verstand. Wow. Der macht mich wieder kaputt. Alter, guckt euch das an. Der macht mich einfach so kaputt. Der dived, ist dem vollkommen egal. Keine Schnitte mehr gegen den da. Ich habe so keine Schnitte gegen den Gnar. Einzige, was mir jetzt so einfallen würde, wäre halt Rüstung zu stacken, aber ich glaube, das bringt auch nicht mehr so wirklich viel. Das bringt, glaube ich, auch nicht mehr so wirklich viel. Ja, aber das ist viel auf Rüstung kann ich nicht gehen, weil sonst mache ich kaum Schaden oder keinen Schaden mehr. Mehr helfen. Jetzt fickt er uns beide. Scheiß Gnar, ey. Präzision und Grazie. Ja, was noch eine Möglichkeit wäre, jetzt halt versuchen, den Tower so schnell wie möglich down zu kriegen. Aber das wird auch nichts mehr, die kommen da jetzt sofort. Vielleicht kann ich top. Boah, Top Lane ist noch komplett voll. Ich
versuche den jetzt mal zu trappen. Ja gut, Trundle hat jetzt aber auch mittlerweile dann schon ein Tank-Item und Trinity Force. Und die Tankschuhe. Komm da nicht rum. Boah. Auch wieder dieses fucking Minion, was mich da geblockt hat, ne? Dass ich da in die Schwachstelle nicht gekommen bin, ne? Aber das war jetzt genau das Ding, was ich meinte. Von wegen Trundle, der ist jetzt auch vorbei. Ich krieg den jetzt auch nicht mehr so schnell down. Oder überhaupt down. Weil die Cutter den zu lange in Ruhe farmen lassen hat. Ach, Leute, ey. Ich brech ab, ey. Die Runde ist jetzt so verkorkst, ne? Die Runde ist so verkorkst. Okay, das war doch ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den noch kriegen. What? Dann kriegen wir jetzt den Tower auch noch direkt down. Wenn wir mit drei Mann sind. Der war zwar jetzt eher versucht zu stehlen, aber zumindest habe ich einen Assist gekriegt. Unverschämter Pöbel. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Solch Ehre prägt den Stil. Ja, ich glaube, das war jetzt ein Comeback, ne? Wir haben jetzt direkt ordentlich Tower holen können. Viele Kills holen können. Jetzt kommt der Gnar wieder. So, wir haben jetzt die Rüstung des toten Mannes. Ja, und mehr würde ich eigentlich schon gar nicht an Tankiness, sag ich mal, aufbauen wollen. Ich meine, für den Gnar so viel Tankiness wie ich bräuchte, um gegen den jetzt 1v1 zu fighten, so viel kann ich gar nicht bauen. Vor allen Dingen, weil der ja auch Mischschaden macht, der macht ja auch AP-Schaden, wenn der seine Ringe da auslöst. Jetzt wollen sie mich, oder? Jetzt wollen sie mich. Beziehungsweise jetzt wollen sie in die Mitte. Aber gut ist, ich werde auch gefeedet nebenbei von meiner Tochter. Voll, die Wayne, Alter. Übel nice.
wir den schaffen. Habe ich mich gerade Tatsache kurzzeitig zurückporten wollen. Ja, ich glaube, da hatte ich den trotzdem nicht alleine. Noch ein, Mina. Alleine, glaube ich, kriege ich den trotzdem nicht hoch. Ja, vergiss. Trundle ist schon zu fett, viel zu fett. Ich hasse einen Late Game Trundle. Na gut, dass ich da noch weggekommen bin. Aber der ist jetzt auch zügig von hier in die Mitte gekommen, ne? Wie ich finde. Ich werde jetzt hier eben die Minions kaputt machen, damit die weiter vorgehen, und dann würde ich mich eigentlich gerne... das ist ein Tunnel. Ich würde jetzt eigentlich gerne zu meinem Team kommen, aber ich glaube, Trundle sitzt hier in dem Busch. Ne, aber ein Blitz und ein Trundle. Jetzt werden sie von zwei Seiten gefickt. Obwohl die Wayne rasiert, also... Das ist schon mal gut, dass die Botlane die einzige Lane war, die wirklich gelaufen ist. Nur mal der Trundle, der hat aber auch mit die größte Fresse, ne? Den habe ich im Early Game übel hart zerstört und ich hätte den auch weiterhin zerstört, wenn ich da geblieben wäre. Und er hat wieder die größte Fresse. So, finde ich mal lustig. Wenn dann diejenigen, die eigentlich dann nur wegen so einem Lane-Swap Glück hatten, dann die größte Fresse haben. Naja gut Leute, wir haben trotzdem noch gewonnen. Ruhmreich war halt nicht. Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass der Trundle selber total schlecht war und ich den übelst faulen hätte. Aber gut, so lebe dann doch noch ganz gut. Und ja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar Bewertungen da. Und ja, beim nächsten Mal wieder einschalten. Haut rein Leute!